Ja, hallo, hier ist euer Fireflash Gamer und ja, jetzt ist wieder Zeit für eine neue Runde Battlefield Heroes. So, ich zock jetzt mal wieder mit meinem Royal und da kommt auch gleich wieder der erste Panzer angeflogen. Und ja, ich wollte gleich nochmal sagen zu Anfang, es gibt wahrscheinlich bald wieder neue Waffen und wo kommen die ganzen Feinde denn wieder her? Mann, fick dich! Soll wegbleiben und dazu habe ich auch den Granatwerfer eingepackt, jetzt hier wenigstens noch ein bisschen. Hier hast du ein bisschen Leben. So, also das mit dem Plan, das wird eine knappe Sache. Es sind 15 Leute drin und 20 Leute können zu Anfang rein. Also sputet euch, wer jetzt noch rein möchte von meinen Kumpels, die erst mit Battlefield Heroes angefangen haben. Also jetzt auch von meinen Abonnenten, von allen. Im Moment könnt ihr wirklich rein und dann, ab dann schreibe ich dann ins Forum, wer gerne rein möchte. Und, ja, da könnt ihr dann abstimmen, die jetzt im Moment in meiner Gruppe, in meinem Clan drinne sind und wir werden auch irgendwann einen Clan War machen oder so und dann kümmere ich mich vielleicht auch noch um TS3 Server. Weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall wird das alles noch geregelt und da hinten fährt schon wieder so ein Panzer rum. Also es ist wirklich eine Map, wo wirklich nur Panzer gegen Panzer fährt. So, und jetzt gebe ich auch noch mal gleich Auskunft in diesem Live-Commentary. Ja, es ist wirklich schwer gleichzeitig zu spielen und gleichzeitig irgendwas zu labern. Über die neuen Waffen. Also einmal kommt eine neue Waffe für die. Was war das jetzt? Stand einer hinter mir, lol. Einmal kommt eine neue Waffe für die Soldaten raus. Das ist eine Handfeuerwaffe, die hat das Einzelschuss betrieben. Hat 10 Schuss, aber sie hat sozusagen einen zweiten Aufsatz, so wie die meisten neuen Waffen, wie M16 Granatwerfer. Dass es sowas wie eine Art Schrotfähigkeit ist. Wenn du es einsetzt, kommen halt 6 Kugeln mit einmal raus, darum auch die 6 Läufe. Und das MG hat zwar 100 Schuss, ich finde, das sieht extrem geil aus. Und es schießt sowas von schnell. Ich glaube, die 100 Schuss sind in 10 Sekunden alle oder 5. Ich weiß nicht. Ich habe kein Zeitgefühl auf jeden Fall. Brumm, und weg sind die ganzen Kugeln aus dem Maschinengewehr hier. Oh, die Flagge gehört uns jetzt. Ach, das ist ein Feind. Und, ja, ich weiß nicht, ob sie dann Loop-Waffen werden. Und wie gesagt, MG ist auch eine neue Waffe. Also nicht MG an sich, bloß ich meine, das ist neue Waffen mit den 100 Schuss. Und es hat auch den Granatwerfer, aber diesmal mit 3 Granaten. Ich finde, es ist ziemlich nützlich, um Waffen nachzuladen. Die meisten rasten bestimmt aus. So ein Noob, der hat wieder die Granaten durch die Gegend gebratzt. Ich werde mir immer nicht schlüssig. Ich habe erst gedacht, M16 Granatwerfer ist overpowered, alles nur für Noobs. Dabei eine Granate, oh mein Gott, die kann ja so viel ausrichten. Die zieht 1 bis 10 Punkte ab. Das war's dann aber auch. Ach scheiße, der hat jetzt haben wir ganz schön knapp geschafft hier. So, und an sich, die M16 mit 3 Schussbetrieb, wirklich, die verzieht sowas von. Du musst halt wirklich auf die bestimmte Range schießen, also auf die bestimmte Weite, um wirklich richtig Damage abzuziehen. Die meisten sagen, es geht ab. Ich finde, es ist nicht so der Burner, aber es ist halt eine Frage der Übung. Ist voll die Übungssache. Schisser. Oh, der steht bestimmt gleich um die Ecke hier. Wo ist der hin? Ach so, höre ich gerade am Schuss. Ich habe die Tommy's Typewriter eingepackt und Harry's Superhandkanone. Mal sehen, ob ich das auch noch behalten werde. Ich werde mir natürlich die neuen Waffen zulegen, um sie euch genauer zu erläutern. Wie gesagt, das, was ich euch gerade gesagt habe, das steht manchmal auch im Forum drinne. Habe ich auch ein Video gesehen, wo einer damit, also einer von den Machern oder so, damit auch gespielt hat. Und ich habe mir ein Tattoo gemacht, um den Emote hier zu machen. Ich finde ich cool. Nein, nein, nein. Den verloren. Oh fuck, der darf mich jetzt nicht sehen. Der haut mich sonst weg. So. Ich will am besten eigentlich hier bleiben und die ganzen Typen, die hier spawnen, schön wegbratzen. Weil das die beiden Runden davor, die hier in dem Server bei mir auch gemacht haben. Stirb. Also bloß, es ist sinnlos, sich eine M16 zu kaufen, wenn man nicht so viel Geld dafür ausgeben will, möchte. Tommy's Typewriter ist genauso wie eine M16, bloß sieht nicht so schön, also wie eine M16 aus. Ich finde, zu meinem Outfit passt es. Und die meisten sagen, ja, der Sound spielt eine große Rolle. Oh, das ist ein AFK, den überlassen wir den mal. Ich möchte jetzt hier keinen AFK töten. Genau, der hätte mich dann jetzt von hinten geholt. Und ich habe jetzt eine ganz neue Steuerung entwickelt, sodass, wenn ich mein Mausrad hoch und runter bewege, einmal so ein Tonic kommt. Und ja, Tonic auch wieder Obernoob hier. Und einmal kommt auch der Medizinkoffer. Oh, scheiße. Ich habe meistens eigentlich bloß die Chance, dass sich auf den Kopf fällt, der Panzer, und dann nicht weiterfahren kann. So, da ist jetzt schon wieder der nächste.
Und die Tonics, die habe ich sowieso nur alle in Notfallabwürfen, Kisten bekommen und so. Ich glaube jetzt, oh fuck. Und dazu nehme ich den Harrys Handkanone, um das Nachladen zu überbrücken. Jetzt stirb. Und der letzte da hinten kommt auch noch. Okay. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel Leben noch hat der verdammte Panzer. Komm, geh in Eimer. Es ist klar, dass jetzt wieder hier irgendwas ganz Knappes entsteht. Jetzt musst du stirb, stirb. Ja. Okay, das habe ich jetzt noch geschafft. Ich hoffe, ihr joint weiter meine Gruppe. Ging gestern ganz schön schnell. Tschüss. Und ich hoffe, euch hat es diesmal gefallen.